schön, dass ihr zu meinem letzten Video dieses Jahr vorbeischaut. Ich wollte euch heute ganz, ganz schnell zeigen, was ich damals in der Lehre gelernt habe. Und zwar ist es so eine Art neues Marzipanschwein. Und dafür braucht ihr einfach nur Fondant oder was ich jetzt benutze, ist Marzipan. Den habe ich mir schon eingefärbt und den teile ich mir ungefähr erstmal in ein Viertel. Und ein Viertel davon schneide ich dann ab und lege das auf Seite. Und dann schneide ich mir noch ein ganz, ganz kleines Stück da ab, wie ihr sehen könnt. Und das lege ich auch noch auf Seite. Und aus dem Rest forme ich jetzt einfach nur eine Kugel. Ich bin nicht so gut im Kugelformen, wie ihr da jetzt gleich sehen könnt. Und was ich danach aus der Kugel mache, ist, dass ich mir eine Art Kegel forme. Und das dadurch, also ich rolle einfach nur die Marzipankugel zwischen meinen beiden Handballen und dadurch entsteht so eine Art Kegel. Und wenn das so einigermaßen bei euch aussieht, dann nehmt ihr euren Daumen und euren anderen Daumen und Zeigefinger und drückt nach hinten und nach unten, um so eine Art, wie soll man das sagen, Nase vorne zu formen. Könnt ihr noch ein bisschen nachmodellieren. Und dann nehmt ihr euch euer Marzipanmesser oder ganz normales Messer und schneidet dem Schwein erstmal den Mund ein. Und wenn ihr das habt, könnt ihr den Kollegen erstmal jetzt so auf Seite stellen. Und dann nehmt ihr euch dieses eine Viertel, was wir abgeschnitten haben, halbiert das nochmal. Und aus den beiden Hälften formt ihr jetzt erstmal Kugeln. Und aus den Kugeln formt ihr dann nochmal Kegel oder eher so eine Art Tropfenform. So wie ich das jetzt gemacht habe, ist das viel, viel, viel zu spitz gewesen. Ist nur leider schon lange her, dass ich das gemacht habe. Deswegen sah das bei mir ein bisschen komisch aus. Aber wie ihr im Anzeigebild sehen konntet, so soll es halt eigentlich aussehen. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, Ohren und Augen sind ein Stück sozusagen. Dann nehmt ihr euch irgendein rundes Modelliertool oder irgendwas anderes rundes, was ihr habt und formt so Augenlöcher. Das klingt so doof, aber halt Augenlöcher. Und mit einem kleineren Tool stecht ihr Nasenlöcher noch rein. Und dann schnappt ihr euch ein ganz bisschen weißen Fondant. Ihr könnt auch Royal Icing nehmen dafür, so habe ich es damals gelernt. Und dann füllt ihr dem Schweinchen die Augen eben. Ja. Dann nehmt ihr euch nochmal so ein ganz kleines Modelliertool, pickt nochmal zwei so Löcher rein und da kommen dann gleich die Pupillen rein. Aus dem ganz, ganz kleinen Stück, was wir uns eben abgeschnitten haben, da machen wir jetzt noch so eine Art Kringelschwänzchen draus. Das heißt, ihr formt euch einfach so einen kleinen dünnen Strang, kringelt den so ein und dann klebt ihr den hinten an das Schweinchen dran. Ich habe jetzt noch ein Centstück in den Mund gestopft. Normalerweise haben wir so Plastikdinger dafür benutzt. Sowas habe ich leider nicht da. Deswegen musste jetzt zur Demonstration das echte 1-Cent-Stück herhalten. Und dann habe ich aus Nutella noch die Pupillen sozusagen nicht aufgeklebt, aber halt markiert. Und dann war das Schwein auch schon fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen Fondant in die Nasenlöcher getan, damit das ein bisschen tiefer aussah. Aber ja, ich habe dann noch ein ganz kleines Schweinchen gemacht. Die Größe könnt ihr euch natürlich da selber überlegen, wenn euch das gefällt. Ich weiß, dass es nicht so das klassisch modellierte Marzipanschweinchen ist, aber ich habe das damals so gelernt und ich fand das einfach immer total cool und habe mich immer gefreut, wenn wir das am Ende des Jahres für alle modelliert haben. Okay, dann wollte ich mich einmal ganz lieb bei euch allen bedanken, dass ihr das Jahr über zu mir gefunden habt und ich durch euch so groß wachsen konnte und meinen Kanal schon so eine Wahnsinnsgröße angenommen hat. Ich werde Anfang des kommenden Jahres auf jeden Fall ein ganz großes Giveaway nochmal machen, um mich für eure Unterstützung zu bedanken. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Passt auf euch auf, feiert schön. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr in alter Frische, wir sehen uns nächstes Jahr in alter Frische wieder. Macht's gut, ihr Lieben!